Heute sehen wir uns zusammen mittelhochdeutsche Negationen an. Die mittelhochdeutsche Negation in den mittelhochdeutschen Sätzen und Texten kann auf verschiedene Art und Weisen ausgedrückt werden. Zum einen durch Partikel, vor allem einfaches Ne vor Modalverben wie tun, sien, han, lan, ruchen und so weiter. Zum Beispiel ich ne kann, ich kann nicht. Dabei können wir unterscheiden, ob dieses Ne-Partikel proklitisch, das heißt vor anderen Wörtern, angesetzt ist, also en oder auch in oder n. Der Bindestrich zeigt an, dass da dann das eigentliche Wort folgt, zum Beispiel en kann, en habe, in wäre, auch en wäre oder nist. Oder enklitisch, das heißt am Ende des Wortes angehängt ist, zum Beispiel bei dune oder ichen. Gerade bei Wörtern wie dune oder nist oder auch in wäre ist es sehr wichtig, dass man weiß, dass es so etwas gibt wie Negationspartikel. Ansonsten würde man möglicherweise auf falsche Schlüsse bezüglich Übersetzung kommen oder man würde möglicherweise auch falsch betonen. Wie bei du, ne, das sind ja eigentlich zwei Wörter, du, ne und nicht du, ne. Auch mit Pronomen kann natürlich negiert werden, das kennen wir auch aus dem Neuhochdeutschen, niemand oder keine, niemand. Ja, nein oder kein, kein als kein und neveda noch, in Klammern, noch ist optional, keiner von beiden. Dechein und kein kann allerdings sowohl irgendein als auch kein bedeuten. Die Bedeutung ist kontextabhängig, wir sehen uns das gleich noch in Beispielsätzen genauer an. Und wir haben auch mittelhochdeutsche Konjunktionen, die negierte Sachverhalte in Sätzen ausdrücken, zum Beispiel die Verbindung von noch und weder noch, so kennen wir das dann auch im Neuhochdeutschen. Einfaches noch kann allerdings ebenfalls ausschließend gebraucht werden. Dabei ist es einfach so, dass das zweite noch bzw. das weder dann schon ausgefallen ist oder sozusagen eingespart wird in Sätzen. Das Mittelhochdeutsche ist außerdem gekennzeichnet durch eine Besonderheit, die aus der literarischen Benutzung eigentlich der Sprache kommt. Und zwar ist das ein stilistisches Mittel, das sich mittelhochdeutsche Ironie nennt. Ist eigentlich ein bisschen ein falscher Begriff, aber weil er eben zwar ein stilistisches Mittel ist und auch bisweilen ironische Sachverhalte ausdrückt, aber in den meisten Fällen handelt es sich eigentlich um eine einfache Negation, die durch eine untertreibende Bezeichnung entsteht. Also Lützel oder wenig kann eben auch nichts bedeuten, vor allem dann, wenn dabei noch eine Verstärkung steht, sowas wie fill oder sehre, viel oder sehr. Lützel jämmern kann eben in bestimmten Zusammenhängen niemand bedeuten. Lützel dechein, kein oder kleine, auch nicht und selten als niemals in Sätzen Bedeutung tragen. Auch hier muss man jeweils kontextabhängig entscheiden, handelt es sich hier um dieses stilistische Mittel, also zum Beispiel, wenn vorher einfach gesagt wird, also dass eben niemand dort war und dann kommt so eine Formulierung, dass Lützel Jämmern dort war, dann wird das wohl bedeuten, dass niemand dort gewesen ist. Wenn aber der Kontext es hergibt, dass möglicherweise vielleicht fast niemand da war, nur eine einzelne Person oder nur zwei Personen und das lässt sich aus dem Kontext erschließen, handelt es sich vermutlich nicht um dieses stilistische Mittel, sondern eben tatsächlich um die Bedeutung Lützel Jämmern. Oft ist es aber tatsächlich so, dass gerade die Verbindung mit Lützel darauf hinweist, dass es sich um das stilistische Mittel handelt, insbesondere wenn Fill oder Sehre oder andere verstärkende Beiwörter noch dabei zu finden sind. Eine weitere Besonderheit des Mittelhochdeutschen, und dadurch hebt es sich das Mittelhochdeutsche auch sehr stark vom Neuhochdeutschen ab, ist die zunächst, historisch gesehen, zunächst regelmäßige doppelte Verneinung. Dabei steht in der Regel ein Partikel, das haben wir uns gerade angesehen, ne oder eben proklitisch, en oder enklitisch am Ende des Wortes stehend.
Und diese Negation steht dann unmittelbar vor dem Verb. Dazu tritt außerdem ein Negationspartikel bzw. ein negatives Pronomen nicht. Das ist aus einem Negationspartikel entstanden, nämlich aus dem ne. Und zwar nämlich eine Verbindung ne-icht, gucken wir uns auch gleich noch an. Und diese Kombination von proklitisch oder enklitischen Negationspartikel und negativen Pronomen nicht, das bildet eigentlich die regelmäßige mittelhochdeutsche Negation, die eine doppelte Negation ist. Er en ist nicht gut, sie enklaget nicht, wir en sollen an Gotte sus nicht verzagen. Also es wird eigentlich zweimal negiert. Das hat im Neuhochdeutschen, wenn wir zweimal negieren in einem neuhochdeutschen Satz, hätte das zur Folge, dass es sich um eine positive Aussage handelt. Im Mittelhochdeutschen ist das nicht der Fall. Zweimal Nein heißt eben trotzdem Nein. Das ist eine sehr, sehr wichtige, ein sehr wichtiger Aspekt, der gemerkt werden muss, weil das ansonsten natürlich schwere Konsequenzen beim Übersetzen hat, wenn wir so übersetzen würden wie im Neuhochdeutschen. Nun ist es allerdings auch so, dass schon ab 1200 bei vielen Verben diese zweite Negation wegfällt, beziehungsweise das Nicht, das Pronomen fällt sehr häufig weg und es steht nur noch Negationspartikel. Ab 1300 ist das sogar häufig der Regelfall. Man sagt dann eben nicht nur er gart nicht anstelle von er negart nicht. In den meisten Texten, mit denen Sie vor allem am Anfang Ihres Studiums zu tun haben, ist das wahrscheinlich noch nicht der Fall. Möglicherweise ist das auch durch die Normalisierung, durch die Herausgeber sozusagen ja, ausgeglichen worden. Also wir werden das in den meisten Fällen tatsächlich mit doppelten Negationen zu tun haben. Man muss aber schon auch damit rechnen, dass eben im historischen Verlauf diese doppelte Negation zur einfachen Negation wird, denn deswegen haben wir heute auch im Neuhochdeutschen nur noch diese einfache Negation und das beginnt eben schon im Hochmittelalter und ist dann in der frühen Neuzeit so gut wie abgeschlossen. Zu diesem Verb können außer das negative Pronomen nicht auch noch andere Pronomina oder Adverbien hinzutreten, die dann eben zusammen mit dem ne ein verallgemeinertes Pronomen oder auch ein Adverb bilden. Das ist zum Beispiel bei Niermann der Fall. Niermann ist im Prinzip nichts anderes als die Negation von jemand, also nicht jemand, und zwar proklitisch angeschlossen. Da wird dann eben ein Niermann draus. Da wird einfach nur das N dran gesetzt und daraus entsteht dann Niermann. Und beim Nicht ist es eben auch so, dass eigentlich aus ne-icht, also nicht etwas, entstanden ist. Oder das nie, nie ist aus ne-je entstanden, nirma aus ne-jema und nienda aus ne-jenda und nirgen, nirgends aus ne-irgen und so weiter. Und hier erübrigt sich dann die doppelte Verneinung durch auch das ansonsten zugesetzte Nicht, also da entfällt es ohnehin schon, wenn wir hier diese zusammengesetzten aus Negationspartikel und anderen Pronomina entstandenen neuen Pronomen oder Adverbien vor uns haben. Schauen wir uns noch ein paar Besonderheiten in Nebensätzen an. In mit das eingeleiteten Nebensätzen, also Final- und Objektsätze zum Beispiel, und in von wähnen abhängigen Sätzen, dort kann dieses Icht, was wir gerade zusammen mit dem proklitisch angeschlossenen Negationspartikel ne als nicht kennengelernt haben, das eigentlich irgendetwas oder etwas heißt, aber auch jemand, je, jema, jender, also eigentlich die positiven Pronomen, negative Bedeutung haben. Ja? Also dort haben wir dann eben gar nicht das Negationspartikel, da steht nicht und niermann, nier, jemmer, jender, sondern wir haben die positiven Pronomen und diese stehen dann anstelle der Negierten. Zum Beispiel, er riet mir, dass ich es nicht verbehre. Er riet mir, dass ich es nicht verschwiege. Oder in von wähnen abhängigem Satz, ich wähne, ich glaube, man da jemand ahne wähnen fand. Ich glaube, dass man dort niemanden nicht
weinen sah. Also hier sehen Sie, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Sie das wissen, dass in das abgeleiteten Sätzen und in von wähnen abhängigen Sätzen diese positiven Pronomen negative Bedeutung haben, denn ansonsten würden Sie hier natürlich ganz anders übersetzen und der Sachverhalt, den Sie ausdrücken, wäre ein ganz anderer. Außerdem gilt auch, dass in das Sätzen, die von sogenannten prohibitiven Verben abhängig sind, also Verben des Verbietens oder des Unterlassens, eine überflüssige Negation stehen kann, weil das Verb selbst schon eine negative, eine negierende Bedeutung in sich trägt. Zum Beispiel, ich verbot ü, dass ihr nicht sprechen sollt. Ich habe euch verboten zu sprechen. Ja? Verbieten impliziert bereits, dass etwas nicht zu tun sei und deswegen erübrigt sich hier eigentlich die Negation und wird entsprechend auch nicht als solche übersetzt. Schauen wir uns ein paar Beispielsätze an, in denen so bestimmte zusammen Auftreten von unterschiedlichen Negationspartikeln zu beobachten sind. Schauen wir uns zunächst die Verbindung von ne weder und noch an und hier auch noch zusammen mit nir in einem Satz der Kaiserchronik, ein relativ früher Text. Da sieht man nämlich auch diese Verbindung sehr häufig noch, ne weder noch, während dann später häufig dann nur noch steht. Ne weder eh noch sieht, gelag nir so mannigheld gut oder uns liegen die Helden is kein Buch. Weder früher noch seitdem gab es so viele vortreffliche Helden oder die heidnischen Bücher belügen uns. Zu den Beispielsätzen will ich noch ganz schnell sagen, dass sie aus sehr verschiedenen Werken stammen, aus verschiedenen Ausgaben, auf verschiedenen Normalisierungsstufen bzw. verschiedenen Normalisierungsnormen, so dass Sie hier vielleicht manche Dinge sehen, die Sie in Ihren Ausgaben so nicht sehen. Ich habe sie teilweise etwas angeglichen, so dass ich ja zum Beispiel Zirkumflexe auf lange Vokale gesetzt habe, was in manchen Ausgaben, die ich hier zitiert habe, gar nicht üblich sind. Aber Sie finden hier eben ja, bestimmte Wortformen, die Ihnen vielleicht so nicht bekannt sind. Aber damit müssen Sie natürlich rechnen, wenn Sie mit unterschiedlichen Ausgaben rechnen. Mit unterschiedlichen Ausgaben arbeiten. Gehen wir weiter, auch noch immer in der Kaiserchronik. Darum benähe soll man ihn nicht haben. Typische doppelte Negation. Ne weder zu Gotte noch zu wahren wie sagen. Ja, also hier wirklich sehr, sehr regelmäßig im 11. Jahrhundert. Ne soll, 12. Jahrhundert schon. Ne soll und nicht. Deshalb soll man ihn weder für einen Gott noch einen wahren Propheten halten. Die lieben Herrgesellen wohneten da beide über Nacht, ihr ne weder slafes ne pflack. Hier fehlt dann dieses noch. Die liebenswerten Kampfgenossen wohnten dort beide über Nacht. Keiner von beiden konnte schlafen. Bei dem Beispiel bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das wirklich aus der Kaiserchronik stammt. Muss ich nochmal nachschauen. Aus dem Aeneas-Roman wissen Sie, Heinrich von Feldicke, ein deutsches Exemplar der antiken Romane. Ihr ne weder vermisste, beide, sie wollst darin, dass ihr Schafte brachen, die sprundelen hohe Flocken. Keiner von beiden, weder der eine noch der andere, verfehlte das Ziel, beide trafen gut, sodass die Schäfte zerbrachen und die Splitter hochflogen. Aus dem Herzog Ernst, ein sogenanntes Spielmannsepos. Sie wissen die Problematik mit dem Gattungsbegriff. Wie sollen sie innen bringen, hier in ihr eigen Feste, dass sie so leider Gäste in ihr Land nie mehr gewonnen noch nimmer gewinnen können? Wir werden ihnen hier in ihrer eigenen Festung beibringen, dass sie mit solch bösen Gästen noch niemals nie mehr zu tun hatten und niemals mehr zu tun haben werden. Noch nimmer. Also noch nie und auch niemals wieder, oder? Auch in der Vergangenheit noch nie und auch in Zukunft nicht. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Und König Rother, auch so ein Spielmanns-Epos, der sich aber auch leicht als Legendenroman ansprechen ließe. Sie näher kommend niemer hinne, die Riesen liefen alle in das Wall, dar war des Heeres Michels Schall. Sie kommen niemals lebend davon. Die Riesen stürmten alle auf das Schlachtfeld, da entstand durch das Heer tosender Schlachtlärm.
Und Herzog Ernst nochmal, wir haben mit Kumber viel gelebet und lange uf dem Meer geswebet, dass wir niernder zur kommen Kunden. Da haben wir so einen Das-Satz. Wir haben in großen Sorgen gelebt, dass wir lange auf dem Meer segelten und nirgends hingelangen konnten. Dass wir nirgends hingelangen konnten. Und da erübrigt sich dann das nicht. In Forten brann er unde Wiel, der hochgeborene Reine, Patone Pio Medior, das ist ein Minneroman, das nierndert Haar so kleines durnd uf sie im Kopfe, dann hinge ein sweißes Tropfe von angesbären Dingen an. Das Entsetzen griff und durchtränkte ihn, den reinen Adligen, dass kein einziges noch so kleines Haar, nierndert Haar, mehr auf seinem Kopf stand. Also keines der Haare noch auf dem Kopf stand, sondern wegen der angsteinflößenden Dinge von Schweißtropfen nass herabhingen. Ein durchaus recht komplexer Satz in der Syntax. Unde gebot den Truchtsätzin, dass sie ihr Nierne vergessen und wies den Truchtsätzin an, dass sie niemanden vergaßen. Dass der Städte Porten waren zallen Orten beschlossen unde zugetan, wann er niemen wollte lahn, da us rieten uf das Feld, dass die Pforten dieser Städte überall verschlossen und verriegelt waren, denn er wollte niemanden auf das Feld hinaus reiten lassen. Ihm was das Wünnigliche wie, bliebe dann der Chain gut. Ihm war diese reizende Frau lieber als irgendetwas anderes, dann der Chain. Als irgendetwas anderes, der Heingurt, als irgendein anderes Gut, also eine Sache, ein Wert. Also Gurt ist tatsächlich hier wahrscheinlich auch so im Sinne von Werthaftigkeit, also was wie Fahrendes oder Besitzendes, Besitzgut gemeint. Und hier jetzt ein besonders bekannter Satz, der ist Ihnen vermutlich schon begegnet. Ich entkann der reinen Burster, der reinen, den man hier auch noch verdrucken dürfen. Ich kann keinen einzigen Buchstaben, ich kenne keinen einzigen Buchstaben. Das wäre sozusagen die wortwörtliche Übersetzung, ein bisschen freier übersetzt, aber sicher zutreffend. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Dieser Satz stammt aus dem Parsifal und ist aber Erzählerrede. Das heißt, man könnte hier daraus schließen, dass Wolfram von Eschenbach uns sagen wollen würde, dass er weder lesen noch schreiben kann. Und das kann man natürlich nicht anders verstehen als einen performativen Selbstwiderspruch. Sin tumber wahn, viel Lützel daranne gewinnet, zwer so viel geklagget, dass ze Herzen nicht entgart. Das ist hier ein Satz von Heinrich von Morungen, ein Dichter des Minnesangs. Also dieser Satz stammt aus einem Minnelied, einem lyrischen Text also. Mit seiner törichten Hoffnung gewinnt der nichts, der über so vieles klagt, was nicht zum Herzen dringt. Und hier ist ganz klar das gemeint, was wir mittelhochdeutsche Ironie nennen, das stilistische Mittel der Untertreibung. Und zwar lässt sich das eben hier für den Minnesang aus dem Kontext durchaus erschließen, weil es hier um eine totalitäre Aussage geht. Also ist ganz klar hier nichts gemeint, der über so vieles klagt, was nicht zum Herzen dringt. Viel Lützel man der fahrende Armen da fand, Ross und Kleider das Stope in von der Hand, sam sie zu lebene hätten nicht mehr dachänen Tag, ich wähn, je in Gesinde so großer milde Gepflach. Ein Satz aus dem Nibelungenlied, und zwar zu der Gelegenheit, als Kriemhild und Siegfried die Ehe schließen und von dem großen Fest die Rede ist, da äußert sich der Erzähler eben so, arm verließ da keiner der Fahrenden das Land, mit Spielleute gemeint, die zur Unterhaltung bei dem Fest dienten. Ross und Kleider stoben den Herrschern von der Hand, als würden sie keinen Tag länger leben. Also wie Staub oder Mehl flogen ihnen die Güter nur so aus der Hand. Ich glaube, dass kein Hof jemals so bereit zu spenden war. Also hier eine Aussage über die besondere Milde, Freigebigkeit des Herrscherpaares an die Untergebenen.
sie eine besonders eindrückliche Metapher, dass ihnen das Gut wie Staub aus den Händen flog und sie natürlich trotzdem immer noch so viel übrig hatten, dass sie eben ihre Herrschaft mit Reichtum aufrechterhalten konnten. Und hier eben, weil es hier so ein Bild der exorbitanten Milde, exorbitante Freigebigkeit ist, ist ganz klar hier, dass viel Lütze, also nicht nur wenige, verließen dort das Land ohne etwas zu bekommen, sondern niemand. Ja, niemand ging hier ohne Bezahlung oder ohne Geschenke von diesem Fest fort. Der Wirt und seine Rechen empfingen so den Gast, dass ihn an ihr Zuchten viel wenig Icht gebrast, des begund in Niegen der weltliche Mann, dass sie ihn hätten grüßen so rechte Schone getan. Also auch hier nochmal Nibelungenlied. Der Herrscher und seine Recken empfingen den Gast Siegfried so, dass ihnen an vollkommener Lebensart nichts fehlte. Da verneigte sich der stattliche Mann vor ihnen, weil sie ihn so freundlich begrüßt hatten. Also das Auftreten Siegfrieds hier in Worms und auch hier eben ganz klar eine mittelhochdeutsche Ironie bzw. das Stilmittel der Untertreibung. Ironisch ist das hier eigentlich nicht gemeint, das ist nur so ein Begriff, den man irgendwann mal geprägt hat für dieses stilistische Mittel der Untertreibung. Um solchen Bildern, die hier literarisch entworfen werden, noch mehr Nachdruck zu verleihen. Ja, also auch bei der Milde geht es ja gerade darum, dass sich die Herrschenden mit ihrer Freigebigkeit, also wirklich sozusagen exorbitant überbieten. Ja, und auch hier geht es natürlich um eine besondere Betonung der Gastfreundschaft und der höfischen Lebensart, die hier vom Hof Gunthers gegenüber Siegfried repräsentiert werden. Und da ist natürlich ganz klar hier dieses Stilmittel dazu da, diese besondere Vollkommenheit der Lebensart zu unterstreichen. Zum Schluss wenden wir uns einer besonderen syntaktischen Konstruktion des Mittelhochdeutschen zu, die mit der Negation zu tun hat und die bisweilen in Texten vorkommt, vielleicht nicht sehr häufig, aber es gibt Autoren, die dieses Stilmittel durchaus oder diese syntaktische Konstruktion eine gewisse Vorliebe haben. Hartmann von Aue, ja, mag sie zum Beispiel eigentlich recht gerne. Es gibt wiederum andere Autoren, bei denen das weniger vorkommt. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, sie zu kennen, denn wenn man sie nicht kennt und oder sie auch nicht erkennt, dann ist das Übersetzen in der Tat sehr, sehr schwierig. Und diese besondere Konstruktion nennt sich nicht eingeleitete konjunktivische Nebensätze mit einfacher Negation. Das ist jetzt kein einzelner Begriff, ist aber so eine Wendung, die Sie sich merken müssen. Und was sagt uns diese Wendung? Nicht eingeleitet bedeutet, dass der Nebensatz nicht durch eine Einleitung als solcher erkenntlich ist. Also eine Einleitung sowas wie Wande oder Wenne oder das oder so etwas. Ja? Also so eine Einleitung fehlt und deswegen ist er vielleicht auch zunächst nicht sofort als Nebensatz erkenntlich. Und dazu kommt auch noch, dass der Nebensatz im Konjunktiv steht. Nun wissen wir aber ja auch, dass Konjunktiv und Indikativ in sehr vielen Formen gar nicht zu unterscheiden sind. Und noch dazu kommt, es handelt sich um eine einfache Negation. Dadurch, dass regelmäßig im Mittelhochdeutschen ja doppelt verneint wird, zumindest sozusagen die Texte, sagen wir mal, des 12. und 13. Jahrhunderts, vor allem in normalisierten Ausgaben, erkennt man diese Sätze vielleicht am ehesten daran. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Diese Sätze müssen in der Tat auf ganz besondere Weise übersetzt werden. Also es gibt so ein paar Varianten, wie man diese Konstruktion ins Neuhochdeutsche überträgt. Und davon ist die am häufigsten auftretende Bedeutung die sogenannte Exzeptivkonstruktion, also eine einschränkende Bedeutung. Und diese einschränkende Bedeutung, die übersetzt man mit es sei denn, dass oder wenn nicht. Zum Beispiel, den Lieb will ich verlieren, sie ne werde min wieb. Also sie ne, da haben wir das Negationspartikel. Hier besonders schwierig, denn man kennt natürlich auch das Wort sine.
Ja, hier ist es eben auch bei der Betonung so, so wichtig, da zu unterscheiden. Sine würde seine bedeuten, hier ist aber sie ne gemeint, sie nicht. Ich will sterben, wenn sie nicht meine Frau wird, oder ich will sterben, es sei denn, dass sie meine Frau wird. Das sind die beiden Übersetzungsvarianten, die es gibt. Die zweite, weniger häufige Bedeutung ist die erläuternde. Hier übersetzt man die gleiche Konstruktion mit das nicht oder ohne das oder ohne zu oder Relativum plus nicht. Man muss immer so ein bisschen rumprobieren, welche Formulierung jeweils gut funktioniert. Hier ein Beispielsatz. Ich wähne niemand in der Werde lebe, ern habe ein late. Ern, da haben wir wieder das Negationspartikel, in diesem Fall enklitisch angeschlossen. Habe ist, steht im Konjunktiv. Ein late. Ich glaube, dass niemand in der Welt lebt, ohne Leid zu empfinden. Oder ich glaube, dass niemand in der Welt lebt, ohne zu leiden. Das wäre wahrscheinlich so die, die gängigste Übersetzung, wie sie auch im Norddeutschen meistens benutzen. Ich glaube, dass niemand in der Welt lebt, ohne dass er leidet, wäre auch noch eine Möglichkeit. Also hier erläuternde Bedeutung. Und welche Bedeutung zutrifft, muss man eben wiederum aus dem Kontext erschließen. Das heißt allerdings natürlich auch, dass Sie beim Übersetzen immer daran denken müssen, in was für eine Geschichte befinde ich mich eigentlich. Ja? Also was ist der Stand der Geschichte? Was ist vorher passiert? Was wird vermutlich passieren, wenn Sie den Text tatsächlich gar nicht kennen und die Story nicht kennen? Aber es bringt tatsächlich wenig, sozusagen nur so von Satz zu Satz ganz isoliert zu übersetzen. Man kann die Konstruktion erkennen, aber welche Bedeutung vielleicht hier die am ehesten zutreffende ist, das muss man tatsächlich dann in den meisten Fällen aus dem Kontext heraus entscheiden. Das gelingt aber auch, wenn man den Text von vorne nach hinten übersetzt oder auch nur einen Teil, aber man kennt die Geschichte, man weiß, worum es geht, welche Figuren wie in welchen Konstellationen zusammenwirken, dann kann man diese Bedeutung auch als solche erkennen. Eine weitere Bedeutung ist die ergänzende Bedeutung. Das ist die seltenste bei verneintem übergeordneten Satz. Das ist auch besonders schwierig zu erkennen und sind wirklich extrem selten und es ist fast unwahrscheinlich, dass sie ihr begegnen werden. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich sie gerne miterwähnen. Hier übersetzt man mit das oder zu plus Infinitiv und dann aber ohne Verneinung. Parsival des nicht vergaß, ern holte sines Bruder Schwert. Parsival vergaß nicht, das Schwert seines Bruders zu holen. Ja, also hier zwei Sätze. Parsival das nicht vergaß, ern holte sines Bruder Schwert. Ern, hier wieder endlitisch angeschlossen, das Negationspartikel, holte sines Bruder Schwert, das Schwert seines Bruders zu holen. Und das war es auch schon. Die Besonderheiten, einige Besonderheiten der mittelhochdeutschen Negation, die vielleicht besonders auch Erwähnung finden sollen, um Ihnen das Übersetzen zu erleichtern. Alles andere werden Sie sehr intuitiv vor dem Hintergrund Ihrer Kenntnisse des Neudeutschen bewältigen können.